Seit Sonntag, dem 16.08.2020 um 23.59 Uhr ist das Cyberfest offiziell vorbei. Und ich habe jetzt wieder mehr Zeit für Leben auf Rädern, kein Gefühl in den Beinen. Leben auf Rädern, mit dem Traum vom Gehen. Leben auf Rädern, Ängste anleihen. Wenn sie wilde Pirouetten drehen. Und ungefähr so sehe ich immer noch aus, wenn ich in den Spiegel gucke. Nee, nicht so flauschig, aber derart tiefe Augenränder und so schlapp. Deswegen gibt's im Moment auch noch keine Bilder. Eine Maske könnte ich jetzt wohl auch wieder gebrauchen, aber ich zeige euch erstmal die, die ich für meine Videoauftritte auf dem Cyberfest genutzt habe. Naja, wenigstens zum Teil. Klar. Ringel in der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Mhm. Schnibbeln kann man das ja hinterher immer noch. Natürlich. Sowohl die Kartoffeln als auch das Video. Yes. Also, Kamera läuft. Genau. Das Video ist das Moderator. Das hier war... Wir sind auf dem Weg zur ersten von letzten Endes drei Figuren. Dem Cyberherold. Mein Kind beschäftigt sich extrem viel mit Cosplay und hat darum einen horrenden Vorrat an Make-up und Perücken. Und darauf greife ich mal zurück, habe ich mir so gedacht. Ich hätte das echt niemals erwartet. Was? Dass du mir mal irgendwie eine Perücke auf den Kopf pflanzt, oder? Generell, auch nicht irgendwie mit dass ich mal dein Make-up mache oder irgendwas in die Richtung. Das ist so... Weißt du, wenn ich einen halben Make-up-Artist in der Familie habe, warum sollte ich jemanden bezahlen? Auf jeden Fall haben wir Spaß dabei. Das ist schon mal gut, ja. Jo. Unseren Spaß dabei hatten wir auf jeden Fall. Und was ich da alles im Gesicht hatte, habe ich erst gemerkt, als ich mich wieder abgeschminkt habe. Ich habe gut 5 Minuten allein an einem Auge gesessen. Das, ich war das vorher nicht gewöhnt und werde es wahrscheinlich auch weiterhin nicht gewöhnt sein. Richtig toll finde ich das nach wie vor nicht. Ich habe dann so das Gefühl, meine Haut kann nicht atmen. Aber was macht man nicht alles, wenn man versucht, für ein Video gut auszusehen? Bei dem Versuch, gebe ich ehrlich zu, ist es dann wohl auch geblieben. Zumindest bei diesem ersten. Das war absolut nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich fühlte mich irgendwie viel zu rund. Und ich glaube, letzten Endes war es auch nicht unbedingt das, worauf es eigentlich hätte hinauslaufen sollen. Wenn ich in 20 Jahren die Haut habe, die du hast, bin ich glücklich, habe ich alles richtig gemacht. Dankeschön. Dann klebe ich nicht zu viel drauf. Mhm. Oder halt eben hinterher einmal vernünftig sauber machen. Natürlich könnte ich jetzt sagen, das liegt alles daran, dass ich mir so selten Make-up ins Gesicht schmiere. Entschuldigung, dass ich mich so selten schminke. Aber das ist der absolute Blödsinn. Genauso wie die mehr vom stetigen Eincremen. Ich habe einfach nur riesengroßes Glück gehabt. So sah der erste Versuch in komplett und von vorne aus. Ich fand es so wahnsinnig hübsch, dass es exakt dieses eine Foto davon gibt. Aber dafür haben wir es ja versucht. Liebe Zuschauer, heute befassen wir uns mit dem Thema Schein und Sein. So ungefähr. Einige Tage später dann der zweite Versuch. Nicht nur für den Cyberherold, sondern auch noch für eine Nachrichtensprecherin und für jemanden, der an einem Lagerfeuer sitzt. Da hatte ich mir dann irgendwann überlegt, braucht es eigentlich überhaupt keine Maske? Ich schwanke noch zwischen 2 und 3. Mhm. Ich tendiere tatsächlich mehr zur 2. Hier geht es um die Art der künstlichen Wimpern. Denn ich wollte gerne einen Augenaufschlag haben, der so richtig dramatisch ist. Das geht mit künstlichen Wimpern echt prima. Und ich habe die Dinger mit magnetischem Eyeliner ausprobiert. Die sind zwar einigermaßen schwierig wieder runterzukriegen, vielmehr der Eyeliner ist schwierig runterzukriegen, aber die Wimpern selber halten bombig. Und das wird gerade Theaterschminke at its best. Ein bisschen Falten verstecken,
ein wenig mit dunklem und hellem Puder arbeiten, damit Gesicht und Mimik einfach deutlicher hervorkommen. Eben ähnlich wie fürs Theater. Nur, dass so eine Videokamera einfach dichter am Schauspieler ist als der Zuschauer. Hier noch ein Pinselstrich und da noch ein Pinselstrich. Ein bisschen Lidschatten, ein bisschen Rouge, ein bisschen Highlighter, ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, was mein liebes Kind da alles auf mich drauf geschmiert hat. Aber 10 Minuten später waren wir bei den Wimpern. Der Eyeliner muss schon beim ersten Strich sitzen. Sonst haften nicht die magnetischen Wimpern an den Augenlidern, sondern die eigenen aneinander. Mal angucken bitte. Ja. Es hat geklappt. Und wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dass ich lieber ein anderes Wimpernpaar hätte, dann kommen diese halt runter und die anderen drauf. Du merkst es, wie es zieht, ne? Aber es geht noch. Ja, weil es sich auch gerade immer wieder an der blöden Pinzette festklemmt. Das ist das Problem. Warum habe ich das Ding nicht aus Plastik machen können? Ganz zum Schluss noch die Perücke. Und fertig ist Ekaterina Ivanis, Nachrichtensprecherin bei den Chryseia Neuen Nachrichten, CNN. Für den Cyber-Herold brauchte ich gar nicht noch ein weiteres Mal in die Maske zu gehen. Ich bin einfach dabei geblieben, habe die Perücke abgenommen, etwas anderes angezogen und mein lieber Mann hat mich einfach ein bisschen mehr durchscheinend gemacht. Ich fand's klasse so. Auf jeden Fall viel, viel besser als diese Karneval-Variante. Hinterher wurde mir sogar gesagt, ich hätte am ehesten Effie Trinket entsprochen. Habe ich also wirklich das erreicht, was ich gewollt habe. Hoffentlich ist eure Getränkeversorgung genauso gesichert wie die meine. Ich darf dieses Jahr virtuell mit euch anstoßen und euch und uns viel Freude mit dem heutigen Festabend wünschen. Auf jeden Fall bin ich vollkommen begeistert, was auch im privaten Bereich mit ein bisschen Make-up und ein paar Perücken möglich ist. Habt ihr damit schon mal Erfahrung gemacht? Macht ihr sowas vielleicht regelmäßig? Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ein ganz wundervolles Wochenende, startet gut in die neue Woche und wir sehen uns beim nächsten Video.